So, hallo Freunde der Spielkultur nach YouTube. Ich bin Dr. Proof, ich spiele jetzt Sentry das Game mal an, was ein FPS Tower Defense Spiel ist. In diesen Bereich geht's rein, das haben im Chat schon im Livestream gesagt, das ist wie Void Bastards oder wie Orcs Must Die, halt aus der First-Person-Perspektive. Wir werden es jetzt angucken. Mir wurde es empfohlen, dass ich das mal spielen sollte, weil es spaßig sein soll. Und der Entwickler hat mir heute auch nochmal geschrieben und gesagt, möchtest du nicht ein Video machen, es wäre ganz schön. Und wenn mich dann Leute, sag ich mal, schon das dritte Mal anschreiben bei Spielen, haben die auch manchmal Erfolg, vor allem wenn die Bewertungen auf Steam überwiegend positiv sind. Dann ist das nämlich schon mal definitiv kein Trash bei 300 Bewertungen circa und 88% davon sind positiv. Ist im Early Access gestartet, schon am 25. März. Und wir starten mal mit einem neuen Profil. Hui! Neue Mission Flucht. Die Erde ist verloren. Du bist für die Menschheit die letzte Hoffnung. Deine Mission, der außerirdischen Bedrohung entfliehen und mit der Flotte neu formieren. Alle zivilen Schiffe und Besatzungen werden in das Sentry-Verteilungsprogramm aufgenommen. Das Trainingsmodul des Sentry-Verteilungsprogramms wird im Anschluss an diese Mitteilung gestartet. Guten Tag, Bürgerin. Und jetzt sagen die meisten schon, oh mein Gott, es wird gegendert, das Spiel muss gelöscht werden. Was einmal schade ist. Ist doch total egal, ob da Bürger und Bürgerin steht. Ich bin das Trainingsmodul des Sentry-Verteilungsprogramms. Ich bin hier, um dich für deine Aufgaben und Pflichten als Sentry auf deiner Reise vorzubereiten. Ah. Achtung, feindliche Patrouille voraus. Landungsschiffe des Kollektivs der Außerirdischen verhindern deine Flucht, bereit machen für ein feindliches Entern. Feindliche Masoren werden versuchen, sich durch das Schiff zu kämpfen und den Kern des Schiffes zu zerstören. Es ist die Pflicht eines jeden Sentries, sie aufzuhalten. Sentry deploying. Diese Bodenplatte aus Metall, die ursprünglich für die Straßen auf der Erde entwickelt wurde, um Geschwindigkeitsbeschränkungen in Wohngebieten durchzusetzen, üben eine konstante Kraft nach unten aus und verlangsamen Gegner. Diese Wandplatten nutzen die überschüssige Energie des Schiffes und verfügen über Öffnungen, die mehrere thermische Energiegeschosse freisetzen und damit jeden getroffenen Gegner Schaden zufügen. Schnelle Maussteuerung. Bereite die Verteilung vor und hindere den Feind daran, aus dem Subsystem zu entkommen. Mit Q kannst du zwischen dem Baumoos und deinen Waffen umschalten. Achso, das schweißen sich dann langsam durch. Produktionswert. Und dann kann ich den Durchbruch einfach starten. Grobe Außerirdische. Ey, die weichen sogar aus. Die sind schlauer als von dem anderen Spiel, was wir letztens gespielt haben, mit den Riesenstädten. Ich darf nicht die ganze Zeit Munition verbrauchen.
Ach so, am Rand siehst du, wenn die sich aufladen. So, da oben ist aber Munition. Ein bisschen Heilung. Bam, bam, bam. Ist er erstmal wieder ganz chillig hier, ey. Aber irgendwie muss man ja anfangen im Spiel. Gibt's Fallschaden? Nein. Raus aus seinem Loch. Der Granate. Am Ende der Mission muss ich zurück zu einer Transitkapsel begeben. Die spawnt das Geld, was Gegner droppen. Das Geld, was da gedroppt wird, hat, glaube ich, damit zu tun, das ist halt für die Produktion. Also um weitere Module zu bauen. Und wenn ich so sehe, dass hier 4 Transitkapseln sind, wird das Ganze ja wohl auch irgendwann mal wahrscheinlich Multiplayer bekommen. Falls es jetzt nicht schon einen gibt. Aber ich denke nicht, glaube ich, hatte am Anfang nichts gesehen. Jeder Gegner, der entkommen kann, erschwert die Zukunft die Verteidigung dieses Subsystems. Wrack voraus. Viele Fluchtversuche enden mit einem fatalen Ausfall des Schiffes. Aus solchen Wracks kann Ausrüstung geborgen werden. Ja, eine Maschinenpistole mit Doppellaufkonstruktion, die 2 auswählbare Angriffsmodi bietet. Schnelles Feuern abwechselnd aus beiden Läufen oder intensives Feuern aus beiden Läufen gleichzeitig. Sekundärer Angriff. Umschalten zwischen Schnell- und Doppellaufmodus. Erkundungen und Kämpfe bringen dir Forschungsstoffe und Materialien ein. Diese Ressourcen kannst du nutzen, um Ausrüstung abzugraden. Zum Beispiel mehr Nachladetempo. Verbrennungsschaden. Schadenerhöhung, Reichweite erhöhen.
Koop steht in der Roadmap, kommt also irgendwann. Achso, das ist der Doppelschussmodus. Lieber so eine One-Shot-Waffe. Also irgendwas mit hohem Schaden, aber dafür Einzelschuss. Ach verdammt, die kommt durch eine andere Durchbruchstelle. Remember to sign in, sign out. Work, work. Okay, so könnte ich die wahrscheinlich im Vorraum halten. Aus wie eine Leiter. Ja. Vom Movement her übrigens, Bewegung ist alles okay. Die Waffen ziehen halt ein bisschen viel. Du kannst halt nicht zoomen. Das finde ich ein bisschen schade. Das macht mich unabsichtlich ein bisschen schwächer, um die Schwachpunkte zu treffen, weil das halt immer so ein bisschen, ja, verzieht die Waffe automatisch. So, Durchbruchstelle A und B. Einfach die Tür schließen erstmal und gehen nach B rüber. Hm.
Dich habe ich gesucht. Gibt's hier nicht noch irgendwo eine Heilung? Die Tür überhaupt aufkriegen. Also es geht einfach insgesamt gut von der Hand. Schiff gesäubert. Zurück zur Navigation. Stasiskapseln voraus. Überlebende Bürger verlorener Schiffe können gerettet und in die Besatzung aufgenommen werden, um bei der Verteidigung deines Schiffes Unterstützung zu leisten. Die Stasiskapsel, die du geborgen hast, hat ihren Zweck erfüllt. Das Besatzungsmitglied in der Kapsel ist wohlauf. Die Person wird in deine Schiffsbesatzung aufgenommen und ist bereit, ihren Beitrag für das Sentry-Verteidigungsprogramm zu leisten. Du kannst nicht zwei Subsysteme gleichzeitig verteidigen. Dasjenige Subsystem, das du nicht verteidigst, wird dem Feind in die Hände fallen und ihm als Ausgangspunkt dienen, um tiefer in dein Raumschiff vorzudringen. Der Korridor kann mir doch egal sein, oder? Ich sollte doch lieber im Mainframe kämpfen. Kleine Viecher. Das sah eher aus wie kleine Würmer. Und nicht wie irgendwelche Headcrabs. Auf jeden Fall Viecher, die ich so nicht aufhalten kann.
A und C. Natürlich irgendwelche Würmer hier durchkommen. Okay, die schlecht aufhalten. Hä? Geh weg mit deinen Zehen. Oh mein Gott! Ja, hat die Scheibe beschädigt. Boah, Granaten kannst du beim Werfen in die Luft sprengen. Beziehungsweise wenn du die anschießt. Machen wir mal hier eine Scheibe auf. Ah, cooles Ding mit den... mit den Gegnern ins Vakuum saugen. Wie so ein Notfallplaner der Ecke. Ich denke mal, meine Gesundheit wird sich ja automatisch nach der Mission auffüllen. Drei Gegner entkommen. Mehr Projektilschaden. Ach, und Reparaturen kosten dann 600. Mal schnell gucken, wo der Ausgang ist. Keine Ahnung, finde ich gerade nicht hin. Was ist das denn?
ich denke mal, dadurch, dass ich Personen rette, habe ich unten nämlich die Info, dass ich noch 5 Leben habe. Jedes Leben ist eine Person auf meinem Schiff. In der Welle ist irgendeiner durchgekommen. Hey, ich habe mir selbst Schaden gemacht. Ist das Schlimmste die Orientierung auf den Karten? Ich möchte ihn nur anschließen, dann explodiert nachher mein Projektil und dann gehen die eh drauf. Da hat mir auch vorhin Schaden gemacht. So, mach mal die Tür hier zu. Munition auffüllen, hier muss auch Heilung noch sein. Objective update.
ist ja auch der eigentliche Weg für die unten. Dann mal los. Sorry, ich kann nicht viel sagen beim Spielen, weil es ist halt... Ich baue Geschütze, ich laufe rum, ihr schieße Aliens. Viel passiert hier nicht. Ist halt First-Person-Shooter. Mit ein bisschen Tower-Defense. Also ist wirklich wie Orcs Must Die. Halt nur mit dem Root-like-Elementen. Dass du hier natürlich immer wieder neue Sachen findest. Da kannst du ein bisschen die Upgrades noch fahren. Insgesamt ist das halt vollkommen in Ordnung. Es revolutioniert nichts. Es ist wie Sanctum 2. Ja, es gibt mehrere Spiele, die jetzt, also die schon so in diese Schiene gehen. Deshalb, es erfindet nichts neu. Ich kann verstehen, dass die Bewertung halt gut sind, läuft ja alles vernünftig. Grafik ist natürlich jetzt auch nicht heroisch. Das Beste, was man je gesehen hat, ist halt eher funktional orientiert. Aber alles vollkommen in Ordnung. So, beschädigte oder verlorene Subsysteme können mit Hilfe von Materialien repariert werden. Blup. Explosive Granaten. Sentry deploying. Sentry online. Ach, auf G. Und ist B. Also ich habe gesehen, dass da eine Treppe war. Es kann aber auch einfach nur Lüftung gewesen sein. Ich bin nur langsam manchmal irritiert, wo lang man laufen muss. Das ist das Einzige, wo du denkst so... Okay.
Übrigens explodieren Gegner. Das rechne ich dem Entwickler sehr positiv an. So, und durch D kommt er. Achso, ja, jetzt sollte ich vielleicht noch ein bisschen mehr recyceln müssen. Durchbruchstelle A, C und schieß mich tot, alles andere auch noch. Ich habe keine Orientierung. Kurz gucken, wo ich nochmal an das Heilkit komme. Also entweder will das Spiel, dass du an der Ecke stirbst, oder bin einfach nur gerade ein bisschen dumm.
Eins von beiden wird der Zustand sein. Mission fehlgeschlagen. Na super. Weil ich mich auch eher auf einzelne Sachen konzentrieren müssen bei den Upgrades. Aber ich muss wirklich das durchrecyceln. So eine doofe Position. Aber es sind keine Grenzen, also beziehungsweise Karten, die sich mal wieder zusammenführen, sondern die haben, das sind feste Karten. Also es ist so gesehen ein Tower-Defense-Spiel mit, ich weiß es nicht, wie viele Subsysteme haben wir? Sieben oder acht, also acht unterschiedliche Karten, die halt dann unterschiedlich zu verteidigen sind. Also lernst du mit der Zeit die Karten auch besser kennen und wo du was hinsetzen solltest. Man sollte Pfeile nicht zusammensetzen, sondern immer nur vereinzelt, damit die Zeit haben nachzuladen. Ah, hier ist der Exit, okay. Dann können die nur den Gang hier lang kommen. Oh.
kommen die ganzen kleinen Viecher immer durch. Achso, wenn das dann unten ist, kannst du sogar noch weitere Geschütze reinsetzen. Nachladen, nicht sterben! So viel auszuhalten. Vorsicht. Da sind nochmal eine Explosionspfeile drin. Juhu!
man sollte eigentlich eher am Endpunkt verteidigen. Also, und dann von da aus zu den einzelnen Türen aufbauen, anstatt dass wir einfach sagen, okay, man baut alles direkt vor dem Eingang. Weil die können auf dem Weg ja eh nichts kaputt machen. Sie suchen Rakete. Das Kollektiv der Außerirdischen hat Langstreckenraketen gegen fliehende Schiffe abgefeuert. Entkommen wir durch das Sprungtor, bevor die Rakete ein Schiff erreichen kann. Bloop. Ankunft im neuen Sektor. Temporäre Sprungtorverbindung mit der Datenbank des Sentry-Verteilungsprogramms wird hergestellt. Belohnungsauswahl für Missionsfortschritt bewilligt. Neue Baupläne, die du in dieser Mission erhalten hast, dauerhaft speichern. Okay, dann wäre hier hinten die Möglichkeit, den an die Decke zu machen. Weniger Streuung. Ein vollautomatisches Sturmgewehr mit hoher Kapazität und einem Granatwerfer. Okay, man kann theoretisch auch zurückfliegen, das kostet aber wahrscheinlich auch einen Zug und irgendwann kommt hier auch eine Zusuchrakete. Ich denke eh, dass ich jetzt sterben werde. Da ist auch noch ein Granatwerfer drin. Der einfach mit Rechtsklick gezündet wird, okay. Da unten ist der Ausgang, kommen die über D, das ist hier der lange Gang. Noch gesagt, ja, man sollte vielleicht eher die Ausgänge immer machen, aber an sich stimmt das auch nicht. Das sieht aus, wenn da Leute durchlaufen könnten, wenn man es aufschießt. Okay, die kommen jetzt über E und über C. Ich weiß gar nicht, wo die dann langlaufen werden.
Shit. Ich sehe einfach nicht, was der optimalste Verteidigungsweg wäre. Das ist echt scheiße. Oh, ich hätte vielleicht noch voll Munition holen müssen. Wird mir jetzt natürlich auch nicht mehr angezeigt, wo man welche ziehen kann. Hier. Bin ich gestorben. Ich will immer noch bester Gesundheit. Mach den Durchbruch. Upsala, mein Fehler. Was ist eigentlich dieser Schwachpunkt?
außer seine Hässlichkeit. Und? Schön, dass du mal vorbeischaust. Platziere ich mal alle von der Ecke. Nein! Ah, bin ich doof. Das war jetzt unnötig. Naja, ich wusste ja eh, dass es langsam zum Ende kommt. Fallen können auch von oben nach unten gesetzt werden, das ist aber das letzte Upgrade zum Beispiel von dieser Schussfalle. Und das sind ja nur die ersten beiden Fallen. Ein Schiff der Rockred-Klasse wurde zerstört, alle Besatzungsmitglieder gelten als im Kampf gefallen. Das Sentry-Verteidigungsprogramm hat alle vor der Zerstörung hochgeladenen Kampfdaten heruntergeladen, damit sie für den nächsten Fluchtversuch verwendet werden können. So, hier haben wir einmal die Roadmap, die wollte ich nochmal eben kurz reinzeigen, weil es wurde ja darüber schon gesprochen. Neue Waffen, neue Deploy-Ables, Gear, Animals und Levels und Systeme. Dann soll ein Koop-Modus kommen. Achso, es gibt sogar theoretisch einen Koop-Modus, der für eine lange Zeit funktioniert hat, aber als das dann für einen Early Access Release ready sein sollte, haben die unterschiedliche Probleme gehabt, wodurch die erstmal eine reine Singleplay-Experience veröffentlicht haben. Das Problem ist, dass wir ein kleines Team sind mit einem einzelnen Programmierer. So, Additional Campaign. Aber
Also du wirst jetzt halt das nächste, du wirst halt wieder starten und hörst jetzt das freigeschaltet, was du technologisch im ersten Run halt drin hattest. Wie zum Beispiel die MP45, aber halt alles wieder auf Level 1. Kannst die Granate jetzt halt auch schon bauen. Und der Start ist halt jetzt anders, weil es nicht als Tutorial ist. Also die Flucht von der Erde kommt jetzt über, also so ähnlich wie der zweite Sektor dann war, dass du halt auch Entscheidungen hast, in welche Richtung du gehen willst. Ja, aber schönes kleines Spiel, Sentry. Wenn es euch gefallen hat, unterstützt die Entwickler, kleines Team. Kauft euch das, ansonsten, es gibt viele Spiele, die in demselben Bereich sind, leider. Und da es hier noch Early Access ist, muss man halt gucken, was letztendlich daraus wird. Dennoch schönes Gunplay eigentlich, obwohl es der Schwierigkeitsgrad ziemlich schnell angezogen hat. So als wenn die wollten, dass du auf jeden Fall so langsam sterben musst. Ja, auf nach YouTube, danke fürs Zuschauen im Livestream. Gucken wir noch, was wir jetzt mit dem Restabend machen werden.